rein mit euch. Obwohl seltsam. Ja. Geht das? Ja, das wäre super krass. Und der Strohhalm würde einen prima Schnorchel abgeben. Was? Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Hör auf mit deinem Scheiß zugucken, geh da durch. Das strahlt schon genug. Bringt das irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung, ich bin verzweifelt. Ich spare mir meine... Hier ist es hell genug. Das macht doch wieder das gleiche wie vorher, oder? Guck mal hier. Ja, war klar. Na gut. Den kann ich auch nicht wieder mitnehmen. Die Phosphorspur hilft uns nichts mehr. Im Nadelhaufen gibt es auch nichts mehr. Puh. Kann ich hier... Ein Rambock wäre mir... Okay, ich probiere jetzt einfach mal alles durch. Komm, Fisch... Puh, er sieht... Erstmal alles mit dem Müllberg. Ein Rambock... Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Welche zweite Datasette? Hier ist es hell genug. Na gut. So, jetzt alles mit dem Haken. Komm, Fischi, Fischi... Ist wohl auf Diät. Na gut. Ja. Moment. Komm, Fischi, Fischi. Mir kam gerade so eine Idee. Er sieht sie. Die ich gleich mal ausprobieren werde. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran. Ja. Da das hätte. Lieber nicht. Auch sehr unwahrscheinlich. Das ist Beichenritzel. Nein, das ist immer noch ein Haken. So, jetzt alles Korn, mit dem Wal. Ist wohl auf die... Ja. Korn, puh, er sieht... Man merkt, ich keine bin verzweifelt. Ich werde bis zuletzt... Ja, ja, immer dieselbe Leier, du. Die zweite Datasette bleibt... Kann ich den direkt anleuchten? Er sieht mich auch so gut genug. Nein, du zumindest nicht. Schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Ich mag Katzen. Ja, so wie die, die du auf den Baum gesetzt hast. Kann ich dann eventuell hier jetzt noch ein bisschen... Nein, wollte ich nicht. So, jetzt stehen wir hier. Kann ich ihm jetzt... Nein, geht er da drüben hin? Komm, Ja. Kann ich die essen? Sie schimmert leicht im Dunkeln. Ja, iss doch mal. So, jetzt haben wir einen Stock. Zum Angeln bräuchte ich erstmal einen Köder. Oh, Angeln. Alles klar, ich habe die Stöcke ausgetauscht. Was? Krompfi... er sieht... Du willst mich doch verarschen. Alles klar. Och, leck mich doch. Keine Chance, ich werde... Das habe ich ja auch keine schon probiert, werde... ja. Ich ordne alles... Hey. Zum Angeln bräuchte ich erstmal einen Köder. Zum Angeln brauchst du einen Köder, den hast du ja eigentlich hier schon, aber der sieht ihn ja nicht. Denk. Schauen wir mal alles an. Da kleben noch Fischreste dran. Om nom. Wieso Fischreste? Alles klar. Da kleben noch om nom. Ich denke, das kommt von Zuckerwatte hier. Ein robuster Strohhalm mit einem Loch in der Mitte. Nach sowas greife ich doch immer wieder gerne. Ah ja. Ich meine, Strohhelme ohne Löcher in der Mitte müssten ja auch eigentlich seltsam sein. Das soll Goals Backup-Bewusstsein sein. Aber ihre wichtigste Erinnerung fehlt. Ich. Na, dann schreib dich doch selber mal rein. Ich meine, du kennst ja bestimmt HTML und so. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Ja, weil die nicht da war. Schauberger. Na gut, kann ich? Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Genau. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Bitte was? Schnell weg hier. Wer?
War da nicht eben was? Haben wir hier eigentlich... Nö, wir haben sonst nichts. Gut, ich bin ratlos. Aber wir haben jetzt einen Stock, da können wir noch ein bisschen rumprobieren. Na, laufen. Das nennt man Müll. Hier ist der... Ja, ja. Ich bin immer noch... Keine Ahnung, was ich machen soll. Stock und Tonne mit Wasser. Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Natürlich. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. Ich spare mir mein... Okay, ich spa- okay, ich spa- okay. Ich spa- okay, und mit dem versuche ich es jetzt gar nicht. Ich spare mir mein... Ja. Ich habe es nicht nötig, ja. Meine... Gut, hier können wir also überhaupt nichts machen. Kann ich eventuell... Keine Stich. Nee, ich dachte vielleicht so ein Blasrohr machen, aber na gut. Kann ich von der Nische was holen oder so? Nö, kann ich nur schließen. Also dann kann es ja eigentlich nur hier sein. Irgendwas. Scheiß laut, das Ding, ey! So, ich probiere mal andere Geschmacksrichtung. So, das müsste ohne... Jetzt steht er auf geschmacklos. Ja, das ist jetzt geschmacklos. Wechseln wir mal nochmal. Jetzt steht er auf Calzone. So, können wir Calzone hier... Maschine? Mach nein. Ich. Dann nehmen wir halt normale Calzone. Danke sehr. So, jetzt haben wir Zuckerwatte mit Calzone-Geschmack. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Ich probiere gerade mal. Ja. Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Ach nee, Moment mal nicht. Ich will mal sehen, ob ich mit der Geschmacklosen irgendwas machen kann mit dem Fisch oder ob das dasselbe ist. Mann, ist die Maschine jetzt laut. Steht er auf. Ja, weiß ich schon. Jetzt steht. Ja, so jetzt. Das Auge muss. Ach, leck mich. Dann nehme ich Calzone. Einfach so, wer weiß, vielleicht hilft das was. Hallo? Man schmeckt. Ach, Mann. Hebel! Und jetzt Calzone bitte! Haben wir hier sonst noch was? Die Nebel, die Dinger hier. Können wir hier noch ein bisschen. Bisschen rumspielen. Ich komm schon noch drauf. Nein, kommst du nicht, weil das sinnlos ist. Ich werd nicht schlau raus. Ich kann nicht Fisch mit Stecker. Hasim! Na gut, verziehen wir uns hier. Mann, ist die Scheiße laut. Da kann ich nicht lang. Also, wir gehen die Ideen aus, Leute. Ich meine, wir haben doch alles probiert jetzt. Ich spare mir meine... Ja. Ich... Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Ja. Kann ich hier... Nö. Hier ist es hell genug. Es ist nie hell genug. So. Kann ich nicht mit dem Wal sprechen? Hey Wal, komm mal rüber! Calzone! Komm, Fischi, Fischi! Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Aha, vorhin mit Phosphor hat er Diät gesagt. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Keine Sch... Ich werd... Komm, Fischi, Fischi! Puh... Er sieht sie anscheinend gar nicht. Ich bin... Irgendjemand will wohl nicht, aber ja. Ich bin... In Ku... Ich hab leider keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Jetzt lange hin und her, ich meine, ist ja auch ein bisschen doof.
Die kann ich jetzt aber nicht anleuchten, oder? Die Watte müsste schon im Dunkeln leuchten, um hier was zu sehen. Aber das Einzige, was sie kann, ist nach allem schmecken. Nach allem? Ist komisch. Ja. Essen wir die mal nochmal. Nur wer gut. Na gut. Zwei Sachen will ich noch ausprobieren. Dafür müssten wir aber wahrscheinlich zweimal hin und her laufen. Aber na gut. Wir müssen Opfer bringen, Leute. So, dann nach oben. Wieder zurück. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas mit der Zuckerwatte zu tun hat. Allerdings kann ich mich auch tierisch irren. So, einmal umändern. Jetzt steht er auf. Ja, erstmal will ich probieren, ob er die Weiße sieht. Jetzt steht er. Ja. Dann hier. Und zurück. Ansonsten, ich meine, mit dem Mosaik wird es ja wohl kaum was zu tun haben, oder? Oder? Wieder durch, dann wieder in den Tunnel. Mit dem Strohhalm muss es ja auch was auf sich haben. Aber ich glaube, den brauchen wir später, um zu dem... Komm, Fischi, Fischi. Tümpel. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Komm, puh, er sieht... Wenn es so weitergeht, dann muss ich eine Aufnahmepause machen, Alter. Erst 20 Minuten und ich habe immer noch keinen Plan, wie es weitergeht. Das geht doch nicht. Ja, ich muss schon wieder gehen, ey. Eine Gabel und ein Lamellenfenster. Mensch, Leute von Dedelic, was habt ihr euch dabei gedacht? Moment. Meine. Machen wir die mal wieder auf. Ich meine, gab es ja eigentlich noch irgendwas? In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Ja. Da zeigt uns aber nur das Mosaik, das hilft uns wenig. Hier können wir nicht lang. Schon Gehirn arbeite. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch jetzt echt verarschen. Alter, ich werd irre, Mann. Wie konnte ich auf das nicht kommen? Komm, Fischi. Puh, er sieht. Na gut, also bestrahlen wir mal. Es werde Licht. Hui. Komm, Fischi, Fischi. Was? Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Kannst von Glück reden, Junge. Zum Hochbootwrack. Was? Ein Boot. Und zurück, nein. Ein... Gar nichts. Wir haben ein Boot. Oh, und eine Truhe und ein Boot. Und wir haben eine Truhe, aber vor allem ein Boot. Und der Mond finde ich hier sehr schön, hier wie eine Klappe. Sieht mechanisch aus. Oder ist das Elysium? Ne, das ist der Mond. Und ich habe da eben was Leuchten gesehen, oder? Also was Fliegen, meine ich. Können wir die Truhe öffnen? Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Da, hier. E.T. Wieso eigentlich Piraten?
Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Bitte was? Zum Kutter. Die Musik hier ist so melancholisch. Aber ne, gehen wir mal zum Kutter. Da kommt das Eichhörnchen wieder. Goal! Und Doc? Na, wen haben wir denn da? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen! Ich bin unbewaffnet! Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc? Hey, Doc! Was ist denn hier los? Ey! Was soll das? Hallo? Hilfe. Das Spiel ist stehen geblieben. Nein! Na toll. Deponie has stopped working. Scheiße. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Moment.